Willkommen zurück zu Mario Luigi Dream Team Bros. Wir befinden uns so ziemlich am Ende dieser Traumwelt. Und hier scheint auch schon das Ende zu sein. Ich weiß nicht, ob wir bereit dafür sind, was uns erwartet, aber es wird auf jeden Fall spannend. Die Musik ist so geil. Und wir haben kaum Pilze, fuck. Ich hätte auf eine Nuss gehen sollen. Na dann. Nein, da hier wird uns Bowser irgendwo erwarten. Ja, geil. Extra so gemacht, dass man nicht direkt loslaufen kann. Ich stand ja nicht mal da. Vielleicht kann man sie ja durchbrettern. Die sehen ziemlich brüchig aus. Boah, zum Glück sind wir auch drüber gelandet. Ansonsten sieht es hier. Ja, hier ist ein Rückweg. Nee, den gehen wir nicht. Bei uns geht's nach oben. Ach du Scheiße. Eure Hungrigkeit. Wir haben eine Auswahl an eiweißreicher Kraftnahrung für euch vorbereitet. Ah, nicht schlecht, dieser Traum. Dieses ganze Fleisch und alles für mich. Ein guter Anfang. Und jetzt mehr Fleisch. Jawohl, euer Unersättlichkeit. Ah! Mario, ist das dein Ernst? Bis hierher verfolgst du mich. Hey, ihr Schergen, macht mal hin mit dem Fleisch. Ich brauche meine Kraft, um diesen Kerl zu zerschmettern. Jawohl, euer Unersättlichkeit. Wohl bekommst. Mehr! Ich will doch nicht vom Fleisch fallen, während ich mit Mario kämpfe. Extra Portion. Ach du Scheiße. Schwarzmann. Das reicht noch nicht. Ich muss größer werden. Halt die Fresse, Minecraft. Aber euer Verfressenheit, nun ja, wir haben kein Fleisch mehr da. Muss größer werden. Ach du Scheiße. Werde Mario mit einem Schlag zermalmen. Mehr Fleisch. Aber euer Unvorsichtigkeit, mit Verlust dieser Höhe könnt ihr doch unmöglich überleben. Okay. Was ist er in sein Verderben gestürzt? Nun, auch gut, zurück in die Wachwelt. Und das, was macht, müsste geschwächt worden sein. Traumbowser ist hin. Kehre in die Wachwelt zurück. Ja, ist klar. Oh, yes. Der erste Teil des dreiteiligen Finales. Der Riesenteil.
Gib auf, Mario. In meinen Träumen bin ich unbesiegbar. Selbst dich kann ich zertreten wie einen kleinen roten Käfer. Außer eurer Gewaltigkeit. Okay, ihr seid wirklich enorm groß geworden. Ich werde euch meiner Magie zur Seite stehen. Ich habe gerade mein Mikro etwas näher gemacht, weil es war, glaube ich, ein bisschen weit weg. Yeah, Luigi ist ready. Letztes Mal hatte er noch Angst, die letzten vier Male. Jetzt weiß er, was auf ihn zukommt. Oh, wie selbstsicher er auch noch die Kappe selbst hebt. Luigi, was ist los? Wieder ein böser Traum? Du siehst so anders aus, voller Selbstvertrauen. Du kämpfst gegen Bowser, oder? Zeig ihm, was du drauf hast. Alter, wie geil. So. Es wurde mir auch gesagt, dass ich die Bildschirme etwas weiter auseinander machen soll auf Discord. Deswegen habe ich das gemacht und ja, diesmal passt es vielleicht etwas mehr von dem Abstand. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich werde bei dem Kampf zwei Save States verwenden, aber die kommen erst recht spät, von dem her. Ich hab mich schon zum Riesen verwandelt, als du noch in der Wiege lagst. Was hat das denn überhaupt angefangen mit Riesenpause? Vielleicht in einem Yoshi-Game? August Wii? Und jetzt willst du meinen Stil kopieren, Grünbart? Widerlichkeit, die Schergenschaft ist bereit. Ja, du hast schon gegen kleinen Mario verloren, als du riesig warst. Gegen riesigen Luigi hast du noch nie gekämpft. Besiege Bowser und rette unsere Welt. Es ist soweit, jetzt erfüllen sich all meine Träume. Bühne frei. Muss ich dich daran erinnern, dass es sowohl Luigi als auch dein Traum ist? Es gibt kein Entkommen. Denk an alles, was du bisher gelernt hast und siege. Erstmal einen Hammerhaken. Bam! Er wird wahrscheinlich gleich einen Angriff machen, da wird er eine Schulter vorausnehmen und zur anderen Seite muss ich ausweichen. Ja. Nee, warte, erst das. Hallo! Ach, ich hätte wischen sollen, ich hab gespammt. Ja, weiß ich halt nicht. Traum, Luigi, mach jetzt bloß keinen Schritt zurück. Ich bekomme halt auch voll viel Schaden hier durch. Ruhe jetzt, du Gästefüllung. Genug gegackert. So, nochmal zurück mit dir auf deine Plattform. Ja, geil. Jetzt weiß ich's aber. Ja. Hä? Och nee. Der Boden unter ihm ist instabil. Ja geil, aber das Ding wird bei mir gleich kaputt gehen. Also noch nicht ganz, aber dann kann er mich halt wieder reinschneiden. Nee. Ich darf eigentlich nicht auf den Schraubstampfer gehen, ich muss mich immer heilen. Da bin ich blöder, da einen Sprung muss ich machen.
Und wie viel Schaden macht ihm? Ah, auch ganz gut. Nicht so viel, wie es uns macht, aber ey. Brauchen den Damage. Ist nicht wieder die Scheiße. Nein. Oh. Wie kannst du es wagen? Dem muss ich ausweichen. Ihr Nervbolzen. Nehmt das. Bam! Okay, das müsste ich können. Hallo. Ja, die haben doch schon gut Damage gemacht. Ja gut, ich hab's ein bisschen verkackt. Nein, nicht die. Die macht extrem viel Schaden. Okay, nur zweimal haben sie gemacht. Na dann. Ah, scheiße. Kurz bevor es bekommt, auf den Boden schlagen. Oh. Oh nein, das kann ich nicht. Bitte schleuder ihn in die Richtung. Nein, nicht die! Ich hätte mich genauer ausdrücken sollen. Ja. Der ist ja nicht mal in die Lava geflogen. Oh Mann. War. Jetzt wird's ziemlich eng. Da. Ich hoffe, dieser Kampf ist da nicht aus. Ich hoffe, der zieht mir jetzt nicht in der Weihnachtsrunde die Hälfte meiner Leben ab. Oh. Bam. Wir machen ihm kaum Schaden. Und ich muss ihn erstmal hier wegbekommen, bevor ich mich heile. Ansonsten werde ich in die Lava gestoßen. Ja gut, werde ich von ihm sowieso. Aber ey. Ich muss dem ja irgendwie entkommen können. Ich habe versucht, den Schwung zu nutzen, Mann. Echt, dieser Kampf ist so hart. Ich brauche noch Bewegungssteuerung, das ist das Schlimmste. Okay, wenigstens das läuft. Hinter uns ist es instabil. Ich verstehe es nicht. Ich kratze ihm voll in die Fresse. Ja, nee. Falls ich gleich in die Lava fliegen sollte, nehme ich dich mit. Wir können seine Heilung abbrechen, er unsere nicht. Nein. Ah, das hier ist doch lange nicht vorbei.
Ach, die wieder. Ach nein. Okay, weniger Schaden als davor, aber jetzt kommen noch zwei. Ja, Alter, werd die halt los. Einfach in die Lava kicken oder so. Dann halten sie die Schnauze. Oh nein. Knapp. Nochmal. Oh, das ging zum Glück. Okay, gleich muss es sitzen. Bitte in die andere Richtung. Junge, Luigi, du suchst dir aber echt die Scheißrichtung immer aus, ne? Hallo, ich mach! Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bekomme die Richtung nicht hin. Mario, komm. Ich brauche dich. Schon wieder in der Klemme. Nein! Das ist die Bühne für den letzten Akt. Jetzt gibt's Saures. Ja, hier ist ein Punkt, wo ich einen Safe State setze. Weil hier muss die Bewegung steuern, wie ich Bock habe, damit ich eine Chance habe. Los, schlag ihn zurück, Traum Luigi. Ja, würde ich gerne, aber. Es macht nicht einfach. Ja, geil. Die Bewegungssteuerung hat keinen Bock. Und der Pilz backt rum. Ja, nee. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, wie ich das machen soll. Ich halte mal meinen Controller so, wie man die DS normal hält. Weil man bewegt sie ja in die Richtung, genau. Ja, ist mir bewusst, das brauchen wir. Oh, es funktioniert. Noch gespawnt, trapped, wie so ein kleiner Wichser. Da. Komm, in die Lava mit dir. Muss echt behämmert aussehen, wie ich hier mit meinem Pro-Controller rumlenke. Komm. Alter. Hallo. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt aufgeben. Nein! Gerade als es so gut lief! Ja!
Alter, zum Ende versagt das Ding nochmal, als es alles richtig gemacht hat. Alter, ich dachte, ich bin am Ende. Traum Luigi, Mario, gebt ihm mit dem Brüderfinish den Rest. Alter, der muss jetzt sitzen. Bam! Wo sind die Geschenke? Egal. Auch nee. Ah ja, eure Schlafigkeit, wie konnte das passieren? Wann noch ist die Hoffnung nicht verloren? Mit meinem letzten Zauber gebe ich euch neue Kraft. Schergen steht bereit, all eure Kraft für Bowser. Ja. Ach du Scheiße, Bowser beherrscht Dynamax. Ja, ich bin ja bis am Arsch mit meinen zwei Leben, ne? Ja, hier muss direkt der nächste Safe State. Das ist riesig. Gleich seid ihr nur noch Moose. Das ist die einzige Attacke, der ich hier übrigens ausweichen kann. Die anderen werden für mich nicht möglich sein. Das heißt, wenn er nicht diese Attacke macht, dann kann ich ihn nicht besiegen. Ja! Es macht ihm halt nicht mal Schaden. Die Lava auch nicht. Ja, er ist benommen. Das ist die Chance für den Angriff. Seine Leiste ist gelb und wir sind ready für den Sternschrauber. Lasst mich auch helfen. Oh, ja. Dynamax. Jetzt geht's ab. Ja, aber sowas von. Okay, ich kann die Steuerung. Es ist wichtig, jetzt auszuweichen. Oh, das habe ich als Kind nie geschafft, ich schwöre. Alter, jetzt geht's auf die Fresse. Yes. Da sind die Geschenke. Gut gemacht. Jetzt müsste Antasmas Macht aber wirklich geschwächt worden sein. Es ist an der Zeit für den letzten Kampf gegen Antasma. Kehren wir in die Wachwelt zurück.
Oh Junge, was ein geiler Kampf. Ich hab zwar Safe States gebraucht, aber ich sag euch ehrlich, ich hätte es gerne auf dem Original 3DS gespielt und dann hätte ich gerne Safe States nutzen können. So, auch immer ich jetzt beim Shop gelandet bin, aber ey. Wie auch immer, wir gehen wieder. Und er scheint auch schon wach zu sein. Mario, sieh nur. Mario, Grünbart. Ihr wagt es in meine Träume einzudringen? Das sind meine intimsten Fantasien. Was? Ach du Scheiße, hier gibt's auch eine Traum-Peach bei dir. Ja, diese Kerle gehören mir ganz gehörig aufs Gehör. Aufs Gehör? Na, wenn du meinst, Zeit, dass wir diese Heinis fertig machen. Mario, Grünbart, ich warte oben, wehe, ihr kneift. Das ist dein Ende, Traumbert. Der werde ich den Traumstein niemals überlassen. Jetzt bist du dran, Antasma. Seht nur die Energie, die durch die Ranken geflossen ist. Sie erlischt. Sie ist versiegt, als Bowser aufgewacht ist. Alles klar, sie können uns nicht ewig von uns weglaufen. Halten wir die beiden in die Enge und bringen diese Sache zu Ende. Mario, Luigi, das Finale steht unmittelbar bevor. Seid ihr gut vorbereitet auf euren letzten Kampf? Ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Also, ich habe gehört, man sollte Level 40 sein, wenn man beim Finale ist. Wir gehen jetzt mal hoch und schauen, was denn da oben ist. Ja, nee. Ja, da gehe ich nicht lang. Nicht bevor ich nicht Level 40 habe. Okay. Es ist für mich, ich beende den Part hier und werde Level grinden, bis wir auf Level 40 kommen. Und dann machen wir das Finale. Und mal schauen, ob ich nicht noch die Arena vorher mache. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, ich mache die Arena zum Schluss. Da werde ich dann noch hart grinden. Aber gut, zum Thema hart grinden. Ich bin jetzt erstmal weg und wir sehen uns dann im nächsten Part, wo ich dann hoffentlich Level 40 habe. Bis dahin und ciao.